So, wir haben viel zu tun. Zum einen will ich das da gerne hinbekommen. Dafür schicke ich mal unseren Obermufti dahin. In der Hoffnung, dass er irgendwie da rankommt und ihn umbringen kann. Weil ich will jetzt nicht, dass die feindlichen Agenten, warum auch immer, direkt zu ihm hinwollen. Und wenn sie irgendwo nicht auf direktem Wege hinkommen können, weil es zugebaut ist, dann sprengen die sich angeblich dahin. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass sich jemand in meine Basis sprengt. Also ja, das ist das eine Problem. Dann habe ich einen hilfreichen Tipp bekommen, dass ich doch vielleicht die Geldkoffer einfach vorne in den Raum stellen soll. Denn kann nichts blockiert werden. Und das ist echt eine gute Idee. Sollte ich auch am besten... Ja, kann ich nicht. Dahin? Okay, dann halt dahin. Wird es das? Ich glaube, das Objekt ist schon unzugänglich. Aber danke für den Hinweis. Obwohl, warte mal. Stopp. Ach, geht nicht mehr. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Also du sollst den da töten. Nee, da kommt selbst er nicht hin. Oh, vielleicht kann er mit seinem Psychoterror was machen. Psychoterror auf. Eigene Leute geht nicht. Hm. So viel dazu. Na gut, du gehst wieder zurück. Da so hin. Hm. Obwohl, kann er vielleicht schräg geben? Hey, das doofe Ding. Du kommst jetzt erstmal weg. Da probieren wir das gleich nochmal, ob er vielleicht schräg hier durch ihn messern kann. Es wäre auch schön, wenn das fiese Genie einfach nur eine Pistole hat zum Erschießen und nicht jedes Mal in Nahkampf gehen muss für sowas. Aber gut. Was soll mit unserer zweiten Geldkammer? Ja. Das ist hier auch nicht so gut. Das wird alles ein Problem werden. Ich baue jetzt erstmal eine Tür. Und zwar dahin. Und sobald die Tür steht, dann müsste ich eigentlich in der Lage sein, den Raum hier abzureißen. Wo auch immer die Logik dahinter ist. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber so soll es wohl sein. Erst wenn ein Raum abgeschlossen ist, kann man ihn abreißen. Das ist, ja. So. Das Ding ist weg. Kannst du jetzt daran? Nee. Na gut, so viel dazu. Also jetzt kannst du auch wirklich dahin zurück. Was machen wir da? Können wir die einfach abreißen? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob das Gold verschwindet oder einfach in die nächste Kammer kommt. Und ich will das Ding ja eigentlich auch abreißen. Warte mal, wie groß ist so ein Tresorraum? Ah, das sieht doof aus. Nee, komm. Ich hatte mir gerade überlegt, wir machen einfach einen Zweierzugang, stellen direkt vor den Zugang einen Geldkoffer und dahinter einfach den Tresorraum, der sich dann nach und nach füllt. Das könnte man hier irgendwo machen. Aber dann laufen jetzt wieder so viel Zickzack, das will ich nicht. Oder hier. Das müsste auch weit genug drin sein für die Diebe. Ja komm, also Tresorraum. Das ist der Zugang. Die Geldkoffer brauchen, glaube ich, auch nur zwei Felder. Ja. Dann kommt hier hinter einfach so ein langer Gang. Der Raum befindet sich im Bau. So, einmal bitte bauen. Der Bau des Raums geht weiter. Und dann schieben wir gleich einfach einen von den Geldkoffern direkt vor die Tür. Eine Tür sollten wir natürlich auch noch bauen. So. Also Geldkoffer direkt vor die Tür und das Gold dahinter. Ich hoffe jetzt allerdings... Ja, stopp, Pause. Das können wir nicht machen. Wenn der Einbrecher zu unserem Gold will und an das Gold nicht rankommt, dann sprengen die sich bestimmt irgendwo rein. Das heißt, es muss einen Zugang zu dem Gold geben, aber es darf keinen Grund, keinen einzigen Grund für unsere Arbeiter geben, jemals dahin zu gehen. Das heißt, das Ganze wird jetzt ein bisschen größer. Raum. So. Ich sagte Raum. So. Das ist alles Tresor.
Es geht nicht. Meine Idee war gerade gewesen, ich stelle einfach... Lass mal jetzt das Spiel weiterlaufen für das ganze Geld. Meine Idee war jetzt gewesen, ich stelle jetzt hier die Aktenkoffer hin. Dann könnten die feindlichen Agenten theoretisch da rumgehen und würden so niemals auf die Idee kommen, sich hier durchzusprengen, um an das Gold ranzukommen. Der Haken ist, und dann haben wir hier wieder zwei Felder, wo sich Gold stapeln könnte. Und das würde wieder alles blockieren. Und also ja, das klappt so nicht. Das ist doch doof. Ich hätte gerne... Oh, ich bin so doof. Korridore. Wir machen das Ganze auch mit Korridoren. Wir haben hier einen Korridor. Dann haben wir hier einen Korridor. Warum auch immer das da nicht geht. Dann haben wir hier einen Korridor. Das heißt, ich mache... Das ist zu klein. Raumkorridor ist zu schmal. Das wäre richtig schön elegant gewesen. Da hätten wir hier einen Korridor gehabt. Und hier dann diesen Tresor. Da könnten wir hier die Geldkoffer hinstellen. Alle können da ran. Und man hat hinten noch Zugang zu den Goldbarren. Also die feindlichen Agenten jedenfalls. Und das geht jetzt nicht wegen diesem zwei Felder breiten, doofen Ding. Das sieht doch scheiße aus. Nö, komm, da überlege ich mir was anderes. Gehen wir erstmal auf die Weltkarte. Wir haben nämlich ganz viele tolle große Punkte. Was haben wir denn hier? Den Typen im Afro, das bin doch ich. Nee, das ist Nigel Irving. Gab es nicht irgendwo einen Elias oder Elijah oder so? Du bist ein Colonel Blackheart. Eine Wissenschaftlerin. Neurozide. Okay. Da ist ein roter Ivan, der vor der Tür steht. Und hier haben wir eine Oma. Das waren jetzt auch alle, hm? Okay, wer sagt mir da am ehesten zu? Sie? Ich weiß nicht. Verrückte Wissenschaftler sind ja okay. Verrückte Wissenschaftlerinnen sind irgendwie komisch. Also nicht, dass sie sexistisch wäre, aber... Großwildjäger? Nee. Ich glaube, ich nehme ihn hier. Amaken und roter Ivan. Nö, ich nehme ihn hier. Was brauchen wir denn für dich? Wir brauchen... Oh. Ist das gar... Das ist eine Handlange. Sonst wäre das Symbol ein anderes. Fünf Wachen brauchen wir also. 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt ziehen wir von hier oben noch ein paar ab. 1, 2. Und von da. 1, 2. Die können auch alle hier hin. So. Das lassen wir nur weiter so weitermachen. Wir kriegen 11.000 jede Runde. Das ist gut. Wut ist noch zu ertragen, noch zu ertragen. Nee, da wird sie gleich sehr hoch springen. Deswegen ziehen wir die hier mal ab. Macht zwar nicht so viel aus, aber wenigstens ein bisschen. So, raus hier. Pause. Wir haben unten noch den Tresorraum und da ist momentan nichts blockiert. Das ist ja groß genug. Das heißt, wir können jetzt das Ding einfach abreißen. Wenn sie das tun, wird ihr Gold automatisch zu einem anderen Tresorraum verlegt. Oh, das ist schon mal eine gute Nachricht. Dieser Raum kann nicht gelöscht werden. Versuchen Sie zunächst, alle wertvollen Objekte an einen anderen Ort zu bringen. Das wird nicht gehen, oder? Du da, räum mal das da weg. Wollen die mich jetzt ver... Okay, also müssen jetzt hier ein Korridor bauen. Der Raum befindet sich im Bau. So. Dann kann das da abgebaut werden, dann kann er raus und dann können wir weiter gucken. So ginge das doch auch. Wir machen einfach hier den Korridor, drehen das Teil einfach um. Dass es nach da zeigt. Dann können die Leute hier reinlaufen, die Koffer da abladen, das Gold wird dahinter abtransportiert. Und von uns kommt keiner hier hin, weil hier höchstens die Waffen sind.
Und die feindlichen Agenten kommen ran. Oh, das ist doch sehr schön. Das Problem hätten wir also auch gelöst. Sogar beide. Er kommt raus und wir haben keine Probleme mit dem Gold. Was machen wir jetzt allerdings hier unten? Wo läufst du jetzt hin? Ich wäre eigentlich dafür, wir würden jetzt einen Goldkoffer... Eigentlich brauchen wir hier gar keine Goldkoffer, oder? Das soll einfach nur unser richtig großes Goldlager sein. Was eigentlich total übertrieben ist, aber... Hm. Oh, Arbeiter Tim Zheng. Spiel es aus, Mann, ich verschwinde. Nee, nee, nix da. Du wirst... Nee, du wirst gefangen genommen. Elender Lump. Genau. Salutiere ruhig, das hilft dir auch nicht mehr. Oh, er sei denn ihr. Ein schlechter Mafiaspitzel. Zack. Noch irgendwo was, was markiert werden müsste? Das da. Ein erbärmlicher Spitzel. Und hier ein außergewöhnlicher Einbrecher. Na, mal gucken. Hier oben haben schon Tech. Hier oben. Und du wirst schon verwirrt. Sehr gut. Macht nichts Nützliches. Mhm. Wow, so kann man sehen, das sieht richtig gut. Der ist mal eben nach einmal Schuhputzen auf die Hälfte runter. Und ist weg. Die Kammerdiener sind echt genial. So. Die Jungs müssten jetzt eigentlich inzwischen bei der Mission hier angekommen sein. Jo, 9 Stück. Wir haben zwar gerade einen feindlichen Agenten da, aber ich fange die Mission trotzdem schon mal an. Nee, komm, wir verstecken uns kurz. Ja, die Wut ist ziemlich hoch. Das heißt, wir werden jetzt von Gelb ein paar mehr bekommen. Oh, da ist auch jemand. Verstecken. Da ist auch jemand. Verstecken. Und da ist auch jemand. Verstecken. Ja, wenn sie kommen, dann kommen sie alle. Du auch. So. Aber wir haben wenigstens keinen verloren. Und wir haben gleich 1 Million Dollar. ja, oder so ähnlich. Oh. Strom. Strom. Das ist nicht gut. Waffenkammer, nein. Archiv, nein. Kraftwerk. So, wir brauchen einen Platz für den Kondensator, einen Platz zum Gehen und 3, glaube ich, für den Generator. So. Dann hätten wir gerne noch, zack, Stromgenerator. Jo. Stromgenerator. Können wir noch einen hier bauen? Jo, müsste hinhauen. Nee, so. Und noch ein Generator. Sehr gut. Zack. Und bauen bitte. Das müsste noch hoffentlich langsamer reichen. Oh, die ganzen Leichensäcke sind weg. Sehr schön. Die diskutieren immer noch. Und das wurde leider immer noch nicht gesprengt. Nee. Wo ist der außergewöhnliche Einbrecher? Ist der jetzt schon rausdiskutiert worden? Jo, sehr gut. Auch wenn das nicht wirklich schlimm wäre, wenn sie Gold stehlen würden. Vor allem wäre es ganz schick, wenn sie die da stehlen würden. Ihr habt alle nichts zu tun? Oder seid ihr verbuggt? Übervorteilt ihre Feinde. Mhm. Übervorteilt ihre Feinde. Das heißt, sie haben wahrscheinlich alle einen Befehl bekommen, putzt dem und dem die Schuhe. Aber da wir so viele Kammerdiener haben, steht die Hälfte halt einfach nur dumm rum. Warum schreist du? Achso, du warst direkt neben der Explosion. Ja, okay, dann darfst du auch schreien. Irgendjemand schreit immer noch. Oh, den einen, den wir gefangen genommen haben vielleicht. Gefängniszellen? Nö. Hm. Also der Überläufer, den hätte ich gedacht, dass er vielleicht irgendwo in seiner Kammer schreit, aber... Nö, nicht wirklich. Da ist der Überläufer. Macht nichts Nützliches.
Solltest du nicht eigentlich gefangen genommen werden?